Ja, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Manuel Neukicher, liebe Startup-Team, lieber Kommunalverband oder Regionalverband Ruhr. Ich muss es noch lernen. Ich komme aus Haltern am See und ich freue mich immer wieder, wenn ich nach NRW darf, weil ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren im Exil in Hamburg lebe. Ich gucke mal, ob es jetzt geht. Also, ich habe, glaube ich, 10, 15 Minuten, in denen ich euch kurz ein paar Gedanken von mir teilen möchte, wie ich zum Thema Startup stehe, wie ich zum Thema Sport stehe, wie vielleicht auch meine persönliche Biografie dann Aufschlüsse gibt für euch, wie ihr möglicherweise in Zukunft noch erfolgreicher sein könnt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, Startup heißt eigentlich nicht nur Unternehmensgründung, Existenzgründung, sondern auch Anlaufen. Und wenn wir uns das anschauen im Sport, dann gibt es ja viele Anläufe. Und den ersten machen wir alle, glaube ich, im Alter von 9 Monaten, 10 Monaten, der ein oder andere früher oder später. Bei mir war es, glaube ich, mit 16 Monaten, weil ich vorher noch irgendwie im Krankenhaus lag und so weiter. Also sehr spät, aber, glaube ich, nicht zu spät, um dann noch irgendwann aufrecht gehen zu dürfen. Das andere ist, Boris Becker hat gefühlt 1000 Anläufe bei den French Open genommen, um dieses Turnier zu gewinnen. Der hat viele andere gewonnen, die French Open nie. Das heißt, wenn ihr heute nicht gewinnt, könnt ihr noch 1000 andere Dinge gewinnen. Bei vielen, vielen anderen Veranstaltungen. Ich glaube, die Teilnahme ist schon ein Sieg und dabei sein ist dann tatsächlich auch sehr viel Erfahrung, Expertise, was euch in Zukunft weiterbringen wird, weil jede Präsentation macht einen, glaube ich, stärker und besser. Das andere ist, Mike Powell hat den Weitsprung Anlauf genommen, ist dann auf 8,95 getroffen. Wie viele Anläufe? Man hat 3, also auch da, ne, eine gewisse Anzahl irgendwie im Weitsprung. Man muss aufpassen, dass man sich nicht disqualifiziert aufgrund erlaubter oder unerlaubter Mittel. Aber auch da seht ihr, Anlauf kann einen sehr, sehr weit bringen. Das andere ist, dieser Mann hat mit nur einem Anlauf die Sportwelt auf den Kopf gestellt und hat einen Begriff eingeführt, der mittlerweile in der Geschäftswelt gang und gäbe ist, Dick Fosbury. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal in New York irgendwie, war ich Juror und dann kriege ich auf einmal eine LinkedIn-Anfrage von diesem tollen Mann, der sagt dann so, hey, kannst du mir nicht folgen? Dick Fosbury, guckt euch den Namen an, guckt euch, was er gemacht hat. Der hat einfach den Anlauf nicht gerade gewählt, sondern mit dem Rücken und dadurch die Sportwelt auf den Kopf gestellt. Und damit ist er derjenige, der eigentlich das internationale Wort für Regelbruch erfunden hat. Nämlich die Regeln zu kennen, um sie zu verbessern, um sie auf den Kopf zu stellen, um die Welt zu verändern. Und all das macht ihr mit euren Ideen. Ihr seid mit dem Status quo nicht zufrieden und ihr wollt etwas verändern. Und wer war auch so jemand? Josep Pep Guardiola. Der hat jetzt, ich komme aus dem Fußball, bitte entschuldigt der eine oder andere vielleicht hier, der hat 2009 beim drittletzten Meisterschaftsspiel Real Madrid gegen Barcelona Samuel Eto'o von der Mittelstürmerposition auf halb links gesetzt und den kleinen Messi ganz nach vorne gesetzt, dort, wo die hohen Bälle normalerweise hinkommen. Warum? Weil er gesagt hat, gegen eine starke Verteidigung bin ich maximal ebenbürtig mit einem großen Stürmer gegen große Verteidiger. Ergo muss ich die Regel wieder verändern, muss ich das Spiel weiterentwickeln. Er hat Messi nach vorne gestellt und damit für eine Dekade die Fußballwelt maßgeblich verändert. Der Begriff falsche Neun dürfte jedem Sportler zumindest ein Begriff sein. Und für die Nerds unter euch, Spielverlagerung hat auch eine Woche der falschen Neun. Also wer sich das taktisch mal reinziehen will, fantastisch und kann man, glaube ich, viel lernen. Das andere ist, ganz anderes Thema. Eine Dame, ein Pappschild, eine Weltveränderung. Greta Thunberg hat die Welt auf den Kopf gestellt, mit nichts mehr als diesem Pappschild und mit einer ganz klaren Haltung. Und wir alle, ohne dem wäre Fridays for Future nicht entstanden. Viele Dinge, die uns gerade bewegen, das ganze Thema Klimaschutz, eine der größten Herausforderungen, die größte Herausforderung unserer Zeit. Diese junge Dame hat mehr geschafft als alle Politiker weltweit und hat uns alle in den Arsch getreten. Und das ist, auch wenn ich sage so, jetzt bin ich 43, ihr seid die nächste Generation, tretet uns in den Arsch. Gebt uns noch 10, 15 gute Jahre, aber dann müsst ihr auf dem Platz sein. Und das andere ist, und das ist, finde ich, das Wichtigste, Beruf versus Berufung. Das Schöne ist, in dem Wort Berufung steckt sogar das Wort Beruf drin. Macht bitte, was euch Spaß macht.
Und wenn ihr einen Beruf ausübt, ein Start-up gründet, dann verbringt ihr dafür wahrscheinlich sehr, sehr viele Tage, Stunden, Wochen, Jahre. Wie schrecklich wäre es, wenn es euch keinen Spaß machen würde. Das heißt, sucht euch den Job, der euch erfüllt. Und wenn es Blumenverkäufer ist, dann werdet die beste Blumenverkäuferin der Straße, der Stadt, des Viertels, des Land NRWs. Ich komme aus einer Bäckereifamilie. Bei mir hat es für den Bäckerjob nicht gereicht. Vielleicht, weil ich auch aus einer römisch-katholischen Ecke komme, da war ich der Zweitgeborene. Da hat man dann mit dem Berufswunsch dann eh ein Problem. Also macht daraus raus. Das ist mein Bruder. Der ist jetzt Bäcker. Was könnte ich für den machen, da ich ja Kommunikation gelernt habe? Wir haben es umpositioniert, das heißt jetzt Naturbäcker. Warum? Natürlichkeit ist wichtiger. Es gibt jetzt einen Pfad, der wird auch vom Regionalverband unterstützt, wo man tatsächlich irgendwie regional, lokal dann tatsächlich den Weizen wachsen sehen kann. Also durch kleine Dinge kann man viel ändern. Seitdem man Naturbäcker heißt und nicht nur Privatbäcker, hat er ungefähr 17% plus an Umsatz. Also auch kleine Dinge lohnen sich. Das andere ist, den Mann kennt vielleicht keiner von euch, der hat mir aber sehr viel beigebracht, und zwar ist das Sebastian Turner. Der hat so Dinge erfunden wie, wir können alles außer Hochdeutsch. Der hat die FAZ-Kampagne gemacht, dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Und der hat Deutschland das Land der Ideen entwickelt. Warum? Weil er wieder Regelbruch betrieben hat. Weil er ein Kommunikationsbriefing, was er bekommen hat, hieß, macht bitte anlässlich der Fußball-WM 2006 eine Image- und Sympathiekampagne, die Deutschland im In- und Ausland repräsentiert. Er hat gesagt, ich mache keine Kampagne, ich gründe eine GmbH. Land der Ideen GmbH gibt es heute noch. Daraus ist eine Initiative entstanden und dann viele von euch kennen vielleicht Schilder, wo drauf steht Ort im Land der Ideen. Also mach keine Werbung, mach etwas Interessantes. Und das ist, wie kann man ein Briefing weiterentwickeln? Wie kann man eine Geschäftsidee weiterentwickeln? Ein anderer Typ ist der Mann, den kennen vielleicht ein paar mehr von euch, das ist Jeremy Format, ihr müsst euch vorstellen, der ist 15 Jahre jünger als der. Was total krass ist, weil beides waren meine Chefs und der Jüngere hat immer gesagt, wenn er den Älteren trifft, es ist, wenn er den Vater trifft und andersrum. Das ist Deutschlands bester Werber der letzten 50 Jahre und was man von ihm lernen kann, ist positiv bekloppt zu sein, an etwas glauben, Dinge zu hinterfragen und immer wieder Kreationen zu machen, die Menschen nicht als Unterbrechung verstehen, sondern als Einladung, sich freiwillig damit auseinanderzusetzen. Die Anzeige habe ich heute ausgewählt. Wir durften gemeinsam 8 Jahre für Erich Sixt arbeiten. Die habe ich heute ausgewählt, weil ich mit dem Zug hinkommen wollte und musste auf den Flixtrain setzen. Auch wieder ein Start-up. Und ein weiterer Punkt ist, denkt immer Dinge größer. Denkt an bigger pictures. Der Teufel steckt oft im Detail, aber zum Glück hat man ja das große Ganze. Und es gab 2015 eine Situation, die wieder ähnlich zu der heute vielleicht ist, wenn wir die Bilder aus Afghanistan sehen, nämlich Flüchtlingskrise. Dann gibt es die einen, die sagen Flüchtlinge ja, die anderen Flüchtlinge nein. Und man kann wunderbar diskutieren und sich streiten um die Sache. Oder man kann es anders lösen und kann sagen, eigentlich geht es doch um eine ganz einfache Frage. Geht es nicht um Menschenrechte? Geht es nicht um das Universellste auf diesem Planeten? Lasst uns über die Menschenrechte sprechen. Und dann kann es doch nur eine Antwort geben auf die Frage, Flüchtlinge ja oder nein, nämlich ja, aber zu bestimmten Bedingungen. Und deswegen denkt Dinge größer. Ein anderes Thema ist, was mir gerade so auf dem Herzen liegt, im Sport gibt es unzählige Kampagnen für Integration, für Inklusion, für Diversity, für Gender Pay Gap. Wir können alle noch 1000 Kampagnen machen, die keiner sieht. Wir können noch 100.000 Aktivitäten machen, die an Tanzen vor dem eigenen Spiegel erinnern, weil wir keine kommunikative Kraft haben, weil wir keine Media Power haben. Oder wir können noch strenggläubigen Katholiken die 10. Hostie am Tag geben. Können wir alles machen. Oder aber wir können gemeinsam auch das auf ein nächstes Level heben und sagen, warum entwickeln wir nicht einfach mal eine Charta des Sports? Die gibt es oder die gab es und zwar zuletzt 1966 im Bundestag. Seitdem gibt es keine. Und wenn ihr mich heute fragt, Raphael, was machst du, wenn du mit Olaf Scholz den Bundestagswahlkampf zu Ende gemacht hast? Das ist die Antwort. Und ihr alle
seid herzlich eingeladen mitzumachen. Ihr könnt euch jetzt schon registrieren auf katerdessports.de. Lasst uns die größte Bewegung in diesem Land schaffen für den Sport mit all seinen integrativen, inklusiven Gleichberechtigungsthemen und Co. Lasst uns schauen, dass der größte Integrationsmotor in diesem Land auch der erfolgreichste in der Zukunft wird. Der Sport ist der soziale Kitt unserer Gesellschaft. Wenn ihr Ideen, wenn ihr Start-up-Ideen im Bereich Sport macht, dann macht ihr uns besser, dann macht ihr die Gesellschaft besser, weil der Sport per se Menschen verbessert. Klar nutzen ihn auch viele aus, klar nutzen ihn auch andere, möglicherweise Staaten aus und Co. Aber am Ende, im Kern, im Wettkampf, im Duell, in der Fitness, im Gemeinwohl, ist der Sport unbezahlbar für uns als Gesellschaft. Und das möchte ich wirklich irgendwie sagen, lasst uns das gemeinsam schaffen. Und der nächste Punkt ist Kreativität, nämlich ist die günstigste Möglichkeit, für sich zu kommunizieren. Und es gibt viele Unternehmen oder Vereine, Institutionen, die fragen, stellen eher eine Frage nach dem Motto, hast du mich lieb in der Kommunikation? Also bitte kauf uns doch, weil das hat schon in der Liebe nicht funktioniert, es wird auch nicht im Konsummarkt funktionieren. Das heißt, auch da weiterentwickeln, die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu betreuen, das dürfte ich für den DOSB machen. Wir haben in der Sekunde, wo ein deutscher Athlet eine Olympiamedaille gewonnen hat, haben wir nicht gesagt, hallo, wir haben Gold, weil das machen zu dem Zeitpunkt ungefähr 1000. Wir haben Andy Warhols 15 Minutes genutzt für Image-Kommunikation für den Sport. Wie zum Beispiel, wir haben Büchen, wen habt ihr? Es gibt da noch, es gibt halt immer so viele Motive wie Medaillen. Könnt ihr alle irgendwie nachschlagen. Mittlerweile ist das Ritual bei Olympischen Spielen, dass der Athlet sagt, ah, da ist meine Medaille, und dann irgendwann sagt abends, bekomme ich denn jetzt auch so ein Motiv? Also, auch das gelingt durch Kommunikation, die Menschen zu begeistern. Das ist ein anderes Motiv aus Pyeongchang. Wie ihr seht, war es da kalt. Und zwar die weltbeste Heavy-Metal-Welt und da die deutschen Kombinierer, die dann von der Großchance Gold, Silber und Bronze gewonnen haben. So, und da haben wir uns sogar erlaubt, Team Deutschland rastet aus, mal zu schreiben, weil das wirklich der Moment dann war. So, und das, was uns zusammenhält, ist dieser Mut, dieser Fortschritt an Bewegung, etwas Neues zu entwickeln. Und es funktioniert im Kleinen, deswegen sage ich euch jetzt nicht nur irgendwie DOSB oder so. Ich darf irgendwie meinen Heimatverein ein bisschen unterstützen. Wir haben letztes Jahr Regionalliga Fußball gespielt. Wir hatten die Corona-Pandemie. Wir hatten keine Kohle. Wir hätten jetzt in Haltern und Co. allen sagen können, scheiße, wir haben kein Geld. Liebe Stadt, gib uns Geld, liebe Banken, gib uns Geld, liebe lokalen Sponsoren, gib uns Geld. Wir haben gesagt, wir gehen freiwillig eine Liga runter und erzählen eine Geschichte. Und zwar das Bilbao-Konzept. Athletic Bilbao ist ein spanischer Erstligist, der überwiegend oder fast ausnahmslos aus Spielern der eigenen Region setzt. Wir haben das Gleiche gemacht, machen das Gleiche jetzt im gesamten Seniorenkader, inklusive der A-Jugend, und setzen nur noch auf lokale Talente und gucken, wie weit uns der sportliche Erfolg führt. Was hat dazu geführt, dass in der Stadt und im Verein die Identifikation auf einmal viel, viel stärker ist? Und jeder sagt nur, ja, beim TuS machen die doch jetzt das Bilbao-Konzept. Das heißt, mit Kommunikation kann man so viel verändern und eine Geschichte ganz anders erzählen. Hört sich halt geiler an, hey, wir machen das Bilbao-Konzept, als scheiße, wir sind pleite. Und darum geht es an vielen, vielen Stellen: Kommunikation, Kreativität und Mut. Und das durfte ich zuletzt auf Mallorca machen. Also, ist die SPD so bekloppt und macht auf Mallorca ein Plakat? Ja. Und zwar, wir haben sehr viele Reiserückkehrer und wir wollen auf das Impfen aufmerksam machen. Also machen wir drei Plakate, die an einen Mickey Krause-Hit erinnern könnten. Und über dieses Plakat sprechen dann die Medien kostenlos. Das heißt, wir hatten eine kostenlose PR-Verzinsung von diesem Plakat von 15 Millionen. Ich glaube nicht, dass 15 Millionen Deutsche auf Mallorca zu dem Zeitpunkt waren. Aber use media as a strategic weapon und kostenlose PR-Verzinsung. Also mach etwas Interessantes, etwas Unterhaltsames, mit denen sich die Menschen freiwillig auseinandersetzen. Die Tagesthemen haben an einem der Tage abends eröffnet, genau mit dem Foto und darüber die Geschichte zum Impfen zu erzählen. Werde Teil der selbstverständlichen Unterhaltung im Netz. Und das beste Start-up der Welt ist ein Traum, den wir, glaube ich, hier an Rhein und Ruhr besonders laut
immer wieder leben. Mit Michael Mons hatte ich vorhin gesprochen, es ist ein Dekadenprojekt. Lasst uns vielleicht irgendwann doch mal den Traum von Olympia an der Rhein und Ruhr leben. Ich glaube, es gibt in Deutschland keinen viel besseren Ort als diesen. Und damit macht ihr den Sport besser, lasst uns gemeinsam die Gesellschaft besser machen. Und danke, dass ihr mit anpackt. Vielen, vielen Dank.